Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Simon Korte und in diesem Video gebe ich euch meine Tipps mit auf den Weg, wie du auf Bildern besser aussehen kannst. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, schalte auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. So Leute, heutzutage werden überall Bilder gemacht, Videos gemacht für Instagram, Snapchat, Facebook, was auch immer. Und warum nicht ein bisschen lernen, wie du auf deinem nächsten Tinder-Bild ein wenig attraktiver aussiehst? Und jetzt lüg nicht, jeder von uns hatte schon mal Tinder. Und nicht nur für Tinder, sondern auch generell, wenn du dich vor der Kamera wohler fühlst, dann siehst du auch gleichzeitig besser aus. Und da möchte ich dir einfach heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1. Augen schließen und kurz bevor die Kamera auslöst, deine Augen wieder öffnen. Ja, also diesen machen. Genau. Und wieso, weshalb, warum? Ihr kennt vielleicht diese Bilder, wenn jemand mal ein Bild von euch gemacht hat und dann seht ihr so völlig bekifft aus, und die Augen sind so auf Halbmast oder ihr habt eure Augen zu, will keiner auf Fotos. Deshalb einfach die Augen schließen und kurz bevor der Auslöser kommt, eure Augen wieder öffnen. Dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Bild mit offenen Augen. Schokoladenseite finden. Ja Leute, jeder von uns hat sie. Auch du da draußen hast deine Schokoladenseite und du musst einfach herausfinden, was deine Schokoladenseite ist. Schau dir einfach mal deine letzten Fotos an, die von dir gemacht worden sind und dann guckst du einfach mal, auf welchen Fotos du am besten aussiehst und dann pickst du dir deine Schokoladenseite raus und beim nächsten Bild, was von dir gemacht wird, zeigst du deine Schokoladenseite. Ich mache das auch so, also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, gerade wird ein Foto von mir gemacht, ich habe meistens auch immer die gleichen Posen oder die gleichen Ausdrücke, wenn es zum Beispiel private Fotos sind oder Instagram-Fotos und dann weiß man ganz genau, okay, das ist meine Schokoladenseite, die zeige ich jetzt und dann ist das Bild auf jeden Fall gut. Öliges bzw. fettiges Gesicht vermeiden. Ja Leute, es ist nicht schwer, nimmt ein Taschentuch, nimmt Toilettenpapier, nimmt feuchte Tücher oder was auch immer, und vor dem Foto wischt ihr am besten eure Stirn, euer Gesicht einmal kurz ab. Denn keiner von uns möchte auf einem Bild irgendwie fettige, ölige Haut haben, sieht nicht gut aus. Nicht umsonst nimmt man bei Fotoshootings ein bisschen Puder, pudert eine ab, damit man halt nicht glänzt oder damit man halt nicht fettig aussieht. Also nicht schwierig, sondern einfach Taschentuch nehmen, abwischen, that's it. Gutes Licht finden. Das ist wohl das aller wichtigste bei Bildern. Ihr müsst gutes, natürliches Licht haben. Ich kann es nicht oft genug sagen, Licht ist wirklich der Schlüssel zu einem guten Bild. Bei manchen Fotoshootings, die ich gemacht habe, da wartet der Fotograf sogar extra, dass die Wolken vor der Sonne verschwinden, damit genau das perfekte Licht da ist. Oftmals ist es bei Fotoshootings auch so, dass man entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends shootet, weil da einfach das perfekte, natürliche Licht herrscht. Und wenn du perfektes, natürliches Licht hast, dann siehst du auch viel, viel besser aus. Schaut mal, was ich jetzt hier bei mir in der Wohnung gemacht habe. Einfach mal kurz nach links und rechts und da sieht man ganz eindeutig, wenn man ein bisschen rumspielt, dann hat man einfach einen besseren Look auf dem Bild. Und zusätzlich kann ich euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwo im Dunkeln seid oder ihr habt einen Raum, der vielleicht nicht lichtdurchflutet ist, dann geht mal auf Amazon, gebt einfach mal auf Amazon Ringlicht für Handy ein. Dort findet ihr so Aufsätze, die könnt ihr oben aufs Handy drauf klatschen und dann habt ihr definitiv besseres Licht. Glaubt es mir, das bringt echt einiges. Also einfach mal abchecken, ist echt nicht teuer, kostet 10 oder so und es ist das Geld wert. Natürliches Lächeln. Leute, ein Fake-Smile ist niemals so schön wie ein natürliches, ehrliches, freundliches Lächeln. Also versucht auf Fotos ein natürliches Lächeln zu zeigen und ich mache das meistens immer so, dass ich zum Beispiel an irgendwas Witziges oder voll Komisches denke, was ich irgendwann mal erlebt habe und dann lacht man ja automatisch. Das ist viel, viel schöner und authentischer, wenn ihr das hinkriegt. Manchmal kriegst du das natürlich auch nicht hin, aber es gibt auch viele Fotografen, wenn ihr zum Beispiel ein Fotoshooting habt, dann quatschen die auch mal ein bisschen Scheiße und dann bringen die auch einen zum Lachen und genau dann, wenn du wirklich ein natürliches Lächeln zeigst, dann knipsen die Fotografen und das ist meistens auch immer das beste Foto, kann ich euch sagen. Und wenn du gerade nicht irgendwie dein natürliches Lachen auspacken kannst und irgendwie gerade nicht natürlich lachen kannst vor der Kamera, dann habe ich einen weiteren Tipp für dich. Dann kannst du einfach mal Folgendes machen. Du kannst einfach mal deine Augen so ein bisschen zusammenkneifen und ein Lächeln rausholen. Lächeln, that's it. Passt auch, geht immer, sehr gut. Nicht unbedingt frontal vor der Kamera Fotos machen. Heute ganz einfach. Ihr könnt euch ein bisschen winklig zu der Kamera stellen und dann vielleicht eine Seite zeigen, aber versucht nicht frontal von euch Fotos zu machen. Kein Mensch der Welt, auch kein Supermodel der Welt hat das 1A 100%ig symmetrische Gesicht. Also versucht einmal am besten so ein bisschen winklig zur Kamera zu stehen und dann so reinzugucken zum Beispiel, weil das macht das Ganze auch ein bisschen dynamischer. Man kann auch verschiedene Dimensionen von euch sehen. Wenn ihr zum Beispiel so seitlich schaut,
schaut und dann so reingeht, ist viel interessanter, als wenn ihr so vor der Kamera steht. Ja? Also macht euch ein bisschen attraktiver, ein bisschen interessanter, wenn ihr ein bisschen seitlich steht. Ganz easy. So Leute, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben, kommentiert das Video sehr gerne. Ich freue mich über euren Support. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao. Peace. Out.